Das müssen wir hier noch machen. Bevor wir hier in die nächste Mission gehen. Here we go. Villa Giorgio Fiorini. Schauen wir mal. Ja, das mit dem Panzerfaust-Soldaten haben wir auch schon gemacht, die Erfahrung, dass das nicht so super ist. Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich ihnen wehtun kann. Oh. Ist das angekommen, kleiner Mann? Er ist nüchtern. Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Ach, ich kann so vieles. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben nicht sind? Genug. Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Oh oh. Über ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Giancarlo. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Das lief nicht so super. Zusammen haben uns einen Gefallen. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler hier sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater. Das ist eine Falle. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und... Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert, noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Oh Mann. Was für ein Gestank. Ja, Spiel ist sehr gut geworden, Floyku. Ist das Ihre Art der Verhörmethode? Ach, oh, Floyos, sorry, ich kann nicht lesen. Ich finde das Spiel gut, sonst wäre ich noch nicht bei Mission 7 inzwischen. Selbstverständlich. Kann ich dir sehr ans Herz legen, also wenn du auf sowas stehst. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Ach, Großkotz. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende.
Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar, warum es so leicht war, mich... Fast leicht? Ihr habt 3 Panzer zerstört. Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Oh oh. Es ist grafisch absolut fantastisch. Also im Vergleich zu den letzten Sniper Elites ist es wirklich, wirklich gut geworden. Es sieht wirklich schick aus. Hätte ich nicht erwartet. Es hat mich positiv überrascht auf, auf allen Ebenen eigentlich. Es macht Spaß. Man kann Nahkampf wie Fernkampf spielen. Erst wenn man zu blöd ist zum Schleichen, kann man halt auch nicht schleichen. Und ich habe halt da nicht geschlichen. Oder ich versuche immer so weit zu schleichen, wie es geht. Und ja. Wenn es nicht mehr geht, kann man halt ja mit einer Schrotflinte oder eben mit einem Maschinengewehr was erreichen. Was sehr erfreulich ist. Und die Maps sind halt absolut riesig. Guck dir das mal an. Unter 2 Stunden gehst du hier nirgends raus. Oh, hier ist eine Seiteninsel. Erstmal über die Unterschallmunition rein. So, wenn du Freunde hast, die das mit dir spielen möchten, können, dürfen. Ja, ist auf jeden Fall Spaß. Ich befürchte bloß, man wird noch öfter entdeckt, das sowieso schon. Aber das Risiko muss man eingehen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Ja, wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, findest du die ersten 5 Missionen komplett schon. Die 6. lade ich rüber, sobald ich mir wieder die Möglichkeit habe, auf YouTube hochzuladen. Die erste Mission habe ich sogar geschnitten, dass sie ein bisschen spaßiger zum Anschauen ist. Das erledige ich für dich. Nein, das kannst du alleine spielen. Ah, es bietet aber die komplette Kampagne im Multiplayer an. Oh, vielen Dank. Sehr freundlich. Wo ist er denn? Ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen mehr vom Game sehen willst, beziehungsweise das Ganze in einer Nutshell sozusagen sehen willst, kann ich dich, wie gesagt, auf meinen YouTube-Kanal verweisen, da ist das Ganze ja hinterlegt und ein bisschen enger verpackt. Die erste Mission habe ich halt in 6 Parts oder was aufgeteilt. Komm, schnauf durch. Riskant. Ach komm, warte mal den Schuss. Fuck it. Alter, der ging für ins Gesicht. Leg dich hin. Das meine ich aber auch. Genau, so ist es. Ich glaube sogar... Na super. Fast keine Kugeln. Der Trillerpfeifenmann hat mich auch schon entdeckt. Das ist nicht gut. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob es ein 2- oder 4-Spieler-Koop ist. Aber ich glaube, es war bloß 2 Spieler. Und da kann man sich dann dementsprechend austoben. Oh, das ist gar nicht gut. Jetzt setze ich nämlich hier oben fest. Was haben wir denn alles mit? Kleben 1. Komm zu mir, Sticky Mate.
voll erwischt. Bada boom. Ey, verarscht mich. Jetzt kommt hier Brot auch noch vorbei. Das hat mir gerade gefehlt. Genau, im Endeffekt kannst du dann alles daddeln, was dir Spaß macht. Sehr schön. Und das hat halt die Mortal Kombat Optik, aber das hatten eh schon alle bisher. Mehr finde ich nicht. Man kann die halt dann auch einstellen, wie oft die erscheinen soll oder eben wie häufig bei dieser Killcam haben will. Sieht aber inzwischen bei Handgranaten und solchen Sachen ziemlich fies aus. Ja. Jetzt habe ich Zeit, alle zu durchsuchen. Nicht. Nichts da gelassen. Schweinerei. Schauen wir mal von hier aus noch mal erwischen. Ah, schön stehen bleiben, Jung. Ah, scheiß Baum. Ja, kann ich dir nur recht geben. Hebt sie halt herrlich dadurch von anderen Spielen ab. Ah, jetzt bist du fällig, Jung. Das Boot ist eine Bedrohung. Du solltest das halt zumindest auf Sniper Elite spielen, weil sonst fliegen die Kugeln frei grad und das nimmt halt dem Ganzen jegliche Schwierigkeit bzw. Reiz weg. Schauen wir mal, ob wir das Boot nachher erwischen. Erstmal mähen wir alles weg, was von der Seite hier ausgeht. Der ist im Gebäude. Ja, wie du siehst, muss man hier schon ganz ordentlich vorhalten inzwischen. Aber wenn ich mir keine große Mühe gebe, die Leichen zu verstecken oder so ein Unsinn. Der hat beide Augen sogar verloren. Schlecht für ihn, gut für mich. Was auch cool ist, was sie auch geändert haben, ist halt, dass die ganzen Markierungen hier jetzt aktiv bleiben. Heißt, wenn du jemanden ins Gesicht schießt, dann verschwindet die erst. Ein Scharfschütze. Hab eine Kugel mit deinem Namen. Siehst du den Scharfschützen? Ah, hier oben. 522 Meter entfernt. Mal gucken, ob wir den erwischen mit unserem 12-fach. Heiliger Bimbam. So hoch kann ich gar nicht ziehen, den zu erwischen. I don't like this. Das ist nicht gut. Ich bin gerade bei der 7. Mission. Wie lange habe ich denn da gebraucht? Im Schnitt 2 Stunden, 2,5 Stunden. Kommt immer auf die Mission drauf an. Es gibt schon längere und kürzere. Und kommt da immer drauf an, wie blöd ich mich tatsächlich danach anstelle. Aber so 2 Stunden pro Mission solltest du rechnen. Und wenn ich richtig geguckt habe, sind es 9 oder 10 Missionen. Ja, 9 bis 10 Stunden, sowas habe ich sicher schaffen.
auf der Uhr. Ich glaube, das kann man hier aber nachgucken. Ah, es geht, glaube ich, bloß im Hauptmenü dann tatsächlich nachzugucken, wie viel Zeit man schon verbraucht hat. Ha, hier ist, ist amerikanisch bemalt. Da werden sich die Amis freuen, wenn ich eine Bombe versenke. Ja, es ist mega umfangreich. Aber man sollte schon Zeit mitbringen. Nur unter 2 Stunden gehst du eigentlich aus keiner Mission raus. Da, wo ist dieser dreckige Sniper? Feldlager zerstören. Rotbauer töten, Informationen. Aber wie gesagt, hängt halt auch immer mit damit zusammen, wie blöd man sich tatsächlich anstellt. Ich neige dazu, mich manchmal relativ geschickt anzustellen und im nächsten Moment einfach so saublöd anzustellen. Wo ist denn der Sniper jetzt hingekommen? Und das macht das Ganze dann immer ein bisschen schwierig, je nachdem. Hoppala. Ach, der hatte sowieso nie Rückgrat, da ist nichts kaputt gegangen. Also, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn du dir später, ich glaube, ab Mission 2 oder 3, wenn er die ersten Teile mochte, dann wird er den hier absolut lieben, weil er viel, viel mehr Möglichkeiten bietet, beziehungsweise Möglichkeiten lässt, zu interagieren und dich zu bewegen. Das hat der erste nicht so gemacht, beziehungsweise die ersten 3 eigentlich relativ strikt immer. Inzwischen kann der Protagonist hier auch klettern und solche Sachen, dass man ein bisschen flexibler vorgehen kann. Gleich habe ich keine Munition mehr. Ich weiß, dass wir gar keine Munition mehr haben. Ja. Wie gesagt, wenn es sonst was nichts ist, was deinem Opa in den ersten Teilen schon gefallen hat, dann wird er den hier absolut lieben. Fuck. Super, keine Munition mehr. Genau das meinte ich mit blöd anstellen. Also hier hast du alle Zeit der Welt. Vor allem, wenn ihr das zu zweit spielt, kann einer die Gegner nur ablenken. Ah, und es gibt halt noch eine ganz neue Möglichkeit, ne? Oh fuck. Ich sehe gerade, die flankieren mich aus allen Richtungen gerade. Finde ich nicht cool. Ha! Ohne Zielhilfe getroffen. Man muss sich halt definitiv viel bewegen, einfach aus dem Grund, weil die Gegner halbwegs intelligent agieren. Fuck. Okay, das ist jetzt weniger erfreulich. Lauf, lauf. Es kommt halt darauf an, wie man sich anstellt. Wenn man sich so anstellt wie ich, dann hat man keine Zeit zu agieren. Weil die halt relativ ungeduldig spielen und immer volle drauf. Und so hast du grundsätzlich schon eher Zeit, dich umzugucken und die Leute zu holen in Ruhe. Ach, den hier haben wir ja gar nicht erschossen. Dadurch kommen ja jetzt alle auf mich zugestürmt. Irgendwer snipert hier auf mich. Aber grundsätzlich, wie du siehst, kann man... Oh, komm, gib mal Ruhe. Sich schon Zeit lassen. Bin ich froh, dass wir das Boot schon down haben. Sonst würde es jetzt ein bisschen ätzend werden. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen beten. Sehr schön, Munition, Minen. Du hast halt dadurch, dass du hier jetzt das Waffenradar hast, relativ viele Möglichkeiten, die Gegner hinter dir einfach wegholen zu lassen. Aber da gibt es halt dann die
Stolpermin, dann gibt es die, die ganz normalen Tellermin, andere Minen, und du kannst halt alles, also halt alles, fast alles zwar Fähigkeiten, ne? Sodass du das meiste davon auch gegen Antiperson benutzen kannst. Also im Endeffekt, du kannst gegen A ganz bewusst in Fallen locken und sowas. Das hat in der vorigen Mission um einiges besser geklappt als jetzt. Oh, scheiße. Also jetzt hier. Jetzt muss ich dann mit Granaten und Scheiß arbeiten. So, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als mich zurückzuziehen. Weil mich brutal blöd angestellt hat. Oh. Na, du musst mit Autos gar nicht rumfahren, das passiert alles automatisch. Jetzt hoffe ich mal, dass die hier gleich zu mir reinkommen. Aber jetzt bin ich eigentlich festgepinnt. Schön, der macht gerade meine Mine weg. Das ist nicht gut. Okay, freut mich. Schönen Abend noch. Bin froh, dass ich helfen konnte. Alter, wie konnte ich den nicht treffen? Komm noch mal rüber. Das war Kopfschuss, stirbt doch. Ja, gerade von vorne auf dich geschossen, musst du da hin. Habe wohl alles verwendet. Oh no, no, no. Hüfte hier eine mitgegeben. Das ging ungesund für dich aus, Freundchen. Das hier wird sehr nützlich sein. Da einmal hinten ums Gebäude rum. Könnt ihr mich jetzt endlich mal in Ruhe lassen, verdammt mal. Ah, wo ist er hin? Aber Ruhe hier im Karton. Da kommt mal. Sonst ist nichts mehr zu finden.
So viele Wachleute. Das muss Rotbauers Villa sein. Fickt's euch. Ach, ruhig, bleib liegen. Ich bin aus Linz, Österreich. Beziehungsweise Freistadt wäre eigentlich näher. Oh, ich glaube, das war zu spät. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Leichen gibt's genug. Ach nö, muss das denn sein? Oh, ganz andere Ecke. Dann liebe Grüße nach Berlin. Ja. Boah, was wird denn hier geplantet? Sieht nützlich aus. Ja, man hört den Dialekt schon relativ stark raus. Aber ich gebe mir ja keine große Mühe, ihn zu verstecken. Wozu auch? Sehr nützlich sein. Dann, wie gesagt, liebe Grüße nach Berlin und einen schönen Abend wünsche ich dir. Schön liegen an. Nicht sterben, schön liegen bleiben. Vielleicht kommt da einer, dich zu retten. Wer weiß das schon. Nope. War denen scheißegal. Sonst nichts. Oh ja, wirf du mal deine Granaten hier ruhig raus. Na komm, Freude auf. Zumindest meinerseits. Na, jetzt machen wir hier schnell die Falle fertig. Vielleicht versuchen sie den ja zu retten. Soll es ab und an geben. Dass sie versuchen, ihre Kollegen hier zu untersuchen. Yep. Gute Nacht. Oh, habt ihr euch gegenseitig weggebombt hier? Das ist aber sympathisch. Ach, hier durch die Hecken kommst du nicht durch. Eieiei. Das ist alles.
Ja, können wir direkt ins Gebäude sogar rein, ne? Ist das nicht schön? Wenn wir ungefähr zwei Drittel der Karte Escher entgegengekommen ist, haben wir hier auch die Möglichkeit, einfach so reinzugehen. Aber wenn wir leider keine Unterschallmunition mehr haben, haben wir immerhin noch TNT. Yes. Oh fuck. Aha, ich hab mir selber vor Füße gelegt. Nein. Okay, die Fahrzeuge sind trotzdem draufgegangen. Die Explosion scheint stark genug gewesen zu sein. Rotbauer töten. Oh, der sah fies aus. Rotbauers Memoiren. Wen interessieren die? Aber okay. Jetzt wohl kein mehr. Gott sei Dank hat sich der Schisser nicht hertraut. Und dadurch ist er ganz unehrenhaft ins Hirn gestochen worden. Bin ich denn jetzt? Sieht aus wie der Hitman-Keller hier. Shotgun. Munition zumindest. Aber wenn ich die Grabenflinte noch nicht gefunden habe. Oh, 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 oh. Mehr finde ich nicht. Wo denn hin? Herr Hulk. Wo ist denn der Scharfschütze? Nicht sichtbar für mich. Sehr unerfreulich. Auf was soll er denn warten? Gucken wir mal, ob wir den nicht von hier aus treffen. Nope, keine Chance, ihn zu treffen. Vielleicht muss man erst auf uns aufmerksam machen. Diese Geschützstellung muss da weg. Das sollte nicht das Problem werden, die wegzumachen. Das müsste ja von hier gehen. Oh ja. Au. Und Kiefer weg, so muss es sein. Gemeint ist, dass man manchmal in die Fenster reingucken kann und manchmal eben auch nicht.
hat denn der das da hinten überlebt? Das würde mich viel mehr interessieren. Dann gehst du halt in Deckung. Ist auch okay. Dafür geht halt er drauf. Immer noch ein paar Meter nach hinten. Ich möchte gerne meinen Arschschuss haben. So weit nach hinten wie nur geht. Die kleine Position gucken. Entfernung hat er sowieso keinen Plan, wo das herkam. Ich muss den hinter mir im Auge behalten, dass sich der hier nicht selbstständig macht. Schön rausgucken. Wer hast das überlebt, du Pümmel? Oh. Ja, der Mann, der den Offizier durchsiebte. Sonst ist nichts mehr zu finden. Das ist alles so schlimm, dass man sonst nichts mehr findet. Weil der Rest kommt jetzt sowieso freiwillig zu uns. Müssen wir von dort aus treffen, Nasenbär. Ja, das war's für euch, Bubis. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Schauen, ob es für beide reicht. Schön für dich, dass du im Stein standest. Bam, 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 bam.
Meh, wenn ich was treffen würde, wäre das der Hammer. Kannst du bitte jetzt einfach umfallen? Sonst nervst du mich. Schauen wir mal weiter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die Trucks machen wir nachher kaputt. Schlechtes Zeichen, wenn er eine Panzerfaust gerade hier anbietet. Kannst du etwa nicht über die Hecke springen, oder so? Du bist mir vielleicht einer. Wo ist der Funkermann? Oh Mann, oh Mann. Nicht wieder runtergehen, was ist mit dir? Habt ihr mir etwa nicht lieb oder was? Jetzt kommt schon rüber. Er zeigt euch zumindest, ihr Feiglinge. Guck raus. Wo
Oh Mann, wer so wenig trifft wie ich, darf sich nicht wundern, wenn er dann stirbt. Okay. Da waren es ja die Fahrzeuge nicht mehr zerstörbar. Na also. Wenn es für euch Infanterie schon sicher vorgehen ist, dann gute Nacht. Wow, wow, wow. Kann man bloß so oft daneben schießen, er ist so grottenschlecht. Ich kann ja anders verdienen, außer zu sterben. Oh, Vakedi. Ich bin fest. Nächster Raum. Ja, jetzt gucken wir mal, ob die hier was nicht sein. Seid ihr denn über die Brücke gekommen, ohne hochzugehen? Tja, Pech gehabt. Das ist alles. Ja, gar nichts mit gehabt. So, dann können wir jetzt hier ganz geschmeidig umgehen. Sowieso keiner mehr lebt. Keiner, der von Belang wäre. Alles Opfer. Lasten immer kaputt machen, das verwirrt mich total. Ich lieb's doch, Laster zu zerstören. Warum darf ich das nicht? Ja. Warum hast du nicht?
Ich rechne ja jetzt schon immer mit Panzern. Jetzt habe ich schon immer Panzerfaust mit, sodass ich im Nahkampf auf eine Pistole zurückgreifen muss. Widerlich. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Wo bin ich denn? Feldlager zerstören, weggemacht. Oh, ist immer gut, durch einen Tunnel zu laufen. Ach, die hat ja immer Unterschallmuni drin. Warum habe ich denn keine Unterschallmunition benutzt? Ist doch viel smarter. Ja, jetzt schleichen wir uns mal auf die oberen an. Vielleicht legen wir ihnen ein Bäumchen um die Füße. Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plänen. Die muss ich haben. Ich hab's gehört. Warum lass ich mich einmal erwischen? Oh. Ah, schön, der sprengt das durch. Zumindest einen mitnehmen. Und die anderen bremsen. Jupp, einen mitgenommen, die anderen zwei gebremst. Wo wollt ihr denn hin? Ein angeschossen, einer verwundet. Perfekt. Komm her, du Nazi. Der Bärenjude. Zack. Mir egal, ob du Entschuldigung geschrieben hast. Mehr finde ich nicht. Ne, hier kann man wieder hochklettern. Na also, hat sich der kleine Sprengsatz hier doch gelohnt. Der nette Herr zu ungeduldig war. Diese Riesenkanone muss verschwinden. Okay, dann zieh ich halt wieder Hose an. Mein Gott. Hat keiner gehört. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass das irgendwer mitgekriegt hat, was wir hier machen. Let's go. Muss an die Laster. Muss Laster töten.
keine Ahnung, was das war. Kann ich mir nicht erklären. Vielleicht doch. Der Bunker. Der Bunker. Komm rein. Und gute Nacht. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Sag das nicht. Bist du? Ach, hier hinten ist eine Tür. Ausgezeichnet. Sonst nichts. Augenblick, da fehlt einer. Psst, nicht rumschreien. So ist fein. Verdammt, kaum noch Munition. Yay, Rang 25. Gamer Scores. Ja, Scharfschützen töten. Wir nähern uns der Stadt. Schön langsam, aber sicher. War aber schnell und herzlos dieses Mal. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. So, nächsten erledigt. Wenn ich einmal zwei Pistolenschüsse habe, die ich benutzen kann. Wäre ja schön blöd, die nicht zu benutzen, oder? Klang. Uns hier an nach dem anderen. Schön gemütlich und sicher. Das da oben kann eigentlich bloß ein Scharfschütze sein. Ja, vielleicht muss an den mal ran. Es geht. Ja, Kiefer weg. Der sitzt sicher da oben irgendwo dran. Einen Schuss haben wir noch. Hier geht die Munition aus. Das hier oben dran.
oder mir anschauen, war das der Todesurteil. Shattered Kiefer, so muss es sein. Schusswechsel. Ich könnte bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausnutzen. Wir helfen den Marzipanen. Partisanen. Schon wieder Kirche. Was die Nazis bloß mit den Kirchen an? Die Leiche schon durchsucht. Sonst ist nichts mehr zu finden. Dachte ich mir doch. Ich würde hier gerne aufs Dach und einfach rüberschnibbern. Rüberschnibber! Ich glaube, man kann hier nirgends hoch. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, ich verbinde da blaue Marzipanen. Das ist Lucio. Vielleicht sollte ich ihm unter die Arme greifen. Hallo Lucio. Hast du denn einen schlimmen Narben im Gesicht, ja? Und darf ich denn hier nicht hoch? Das wäre eine tolle Sniper-Position. Deswegen darf ich nicht hoch. Weil es eine schöne Sniper-Position wäre. Dann helfen wir jetzt mal den Marzipanien. Darüber schnibbern kann man nicht. Schnell den ersten Stock, ob irgendwas liegt. Wer hat mich denn hier die ganze Zeit im Visier? Gib mal hier auf die Eier. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Sollten wir hochheilen vielleicht? Schauen wir mal, ob wir von hier oben aus was sehen. Was ist immer in so einem Gebäude drin, der Penis? Och, wer baut denn hier ein Haus hin? Siehst du ja nichts. Komplett nutzlos. Nicht cool. Der Schnipper dort hat mich genauso wenig gesehen wie er. Aber ihn gerne erschossen hätte. Leichen rumliegen, ey. Die haben schon ohne mich angefangen, so Sauerei. Das ist alles.
Ah, oh, sobald Kai gar nicht laufen, dass das funktioniert. Naja, wirklich Geist ist das dann nicht mehr, oder? Wenn wir lachen, waren wir in der Luft, ja. Warum laufe ich denn zurück? Ich wollte doch vorrücken, nicht zurück. Was tue ich denn? Mama mia. Soll ich jetzt alle erschießen oder was macht ihr hier? Nur noch rumstehen oder was? So. Dann holen wir uns jetzt mal diesen berüchtigten Affen. Der ist hier wie Meryl Streep total überbewertet, um es in Trumps Worten zu sagen. Sonst nichts. Leise Munition ist ein bisschen zu schade für, so ein dreckiges Glas in die Luft zu jagen. Oh, komm zu mir. Ach komm schon, die Granate war irgendwo, das kann ich da drin gar nicht zünden. So eine Rotze. Hasenhaar. Jetzt echt damit hinlaufen. Boah. Jetzt aber.
Was zur Hölle? Warum geht denn mein Scheiß ganze Zeit hier hoch? So ein Unsinn. Warum zur Hölle geht es immer hoch? Ich verstehe es nicht. So ein Unsinn. Und Schütze hat meinen Rücken nicht, dann gehe ich einfach so ein. Ist mir jetzt egal. So ein Schwachsinn. Ach, weil hier Mine ist. Der Schnimmer hat hier eine Mine drin, deswegen stehe ich wieder hier. Das erklärt natürlich einiges. So eine Sau. Genau, kommt rein ins Haus. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Stolperminenkill. Ja, die Ebene hat alle mitgenommen. Panzerfaust und ich habe noch nicht ganz verstanden für was. Suchen. Ja, damit haben wir den Scharfschützen erledigt. Schätze, ich habe alles eingesammelt.
War das alle Hauptziele schon oder was? Dann kürzen wir es diesmal ab und machen nicht alle Sidequests. Da ist nichts Spannendes mehr dabei. Glaubt ihr, die da drüben hat auch noch ausgelöst? War einfach zu viel Arbeit zu machen. Die Partisanen. Was für ein Blutbad. Ein Blutbad. Damit haben wir nächste Mission erledigt. Ich habe diesmal einfach auf die Sidequests geschissen, um ehrlich zu sein. Und damit haben wir Mission 7 geschafft. Vielen Dank fürs Gucken. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Domi.